Hä? Ich bin... Wait, what? Wait, wann? Wie bin ich denn da hingekommen? Ist aber schlafwandelig jetzt schon, oder was? Ich dachte, ich will recallen. Who's that Pokémon? No way for you! Diese Map ist der absolute Albtraum, Leute. Diese Map ist impossible schwer. Erstmal, was benden wir hier? Mit so viele Scheiße. Sona, maybe? Aber Sona ist gut, dann kann der Bard roamen. Vielleicht Akali? Vielleicht wieder für unseren patentierten Zigze? Der letzte Sprung! Das ist der letzte Sprung! Die ist unfassbar schwer, dieser Teil. Oh mein Gott. Das war der absolute Gott-Run. Das war der absolute Gott-Run, Leute. Ich war so abgelenkt, ich habe nicht gesehen, dass wir eine Soraka mit haben. Spielt ihr das häufiger? Er spielt das häufiger und es sieht sehr scheiße aus. Soraka Mitte gegen Aurelion Sol. Oh Mann. Close. Wenn die den Flash nicht verkackt, ist der auch noch tot. Man dachte, dass sie den Flash verkackt hat, hat er einen Reset auf sein E bekommen. Aber ich habe auch die Bombe verfehlt, ich hätte den auch haben können, ne? Eigentlich muss ich einmal besen. Ja, super krasse Priority jetzt hier unten. Ich muss sagen, aktuell, ich liebe Senna im eigenen Team zu haben. Ich finde, der Champion wirkt sehr, sehr gut. Vielleicht auch, also man würde meinen, vielleicht auch ein bisschen zu gut. Problem ist halt, ich darf auf gar keinen Fall sterben und ich bin schon relativ low, ne? Wir gehen einfach resetten hier, ehrlicherweise. Und dann TP ich nochmal ran mit Full Life und Lüden. Nice. Einfach weiter Druck machen, wisst ihr. Pressure is key, guys. Wir haben ein Void Might, die Gegner haben eins und eins ist über. Ja, ich würde jetzt gerne dann für den nächsten Turret gehen. Weil sie einfach besser blockt, aber ich hätte auch flashen können. Ich hätte besser hinter ihr laufen können, aber ich hätte einfach für Safety flashen sollen. Wir müssen weiter die Pressure hochhalten. Das ist das Wichtigste, Leute. Permanent die Pressure hochhalten, ja. Okay, das war eine Menge Ult auf mich. Haben die irgendwelche Flash benutzt? Aurelion Ult? Blitzcrane, Ezreal, Vi, war glaube ich alles auf mich da, ne? Mal Richtung Mitte. Ja, ich meine, ich muss dieses Game schnell machen, weil später verlieren wir automatisch in dem Game. Wir müssen das sehr schnell bekommen, irgendwie. Aber wie? Ja, Aurelion wird irgendwann halt komplett übernehmen, ne? Die Hexe noch pushen. Ich finde euer Scan jetzt nicht so bad. Na, ist okay, aber Aurelion, wir haben keine wirklichen Antworten für den später, würde ich sagen, der nachher den Drachen erwachen lässt. Den ganzen Turret. Ich hab nicht genug Mana dafür befürchtet. Ich will nicht. Hä? Ich bin. Wait, what? Wait, wann? Wie bin ich denn da hingekommen? Ist aber schlafwandelig jetzt schon, oder was? Ich dachte, ich will recallen. Nein, nicht wie im ersten Game, den Throw. Das ist wichtig. Als nächstes gehen wir Kryptoblumen, würde ich sagen. Nee, ich brauche mir kein Kryptoblumen mit Soraka. Ich will tatsächlich Void Stuff gehen. Ja, nicht Void Stuff, Lich Band, entschuldigt bitte. Scheiße. Ich bin gerade auf einem 9er Losing Streak, Leute. Es erwischt wirklich jeden. Ihr seid nicht sicher aktuell. Die Games sind so schnell. Die Games werden so krass gesnowballt. Zum Beispiel Kani. Kani war irgendwie 100 LP Master, ist jetzt nach Diamond 1 0 LP gestürzt und versucht jetzt zu recovern und lauter so Zeug. Aktuell, es ist permanent irgendwas passiert.
Ja, das passiert irgendwie irgendwas. Du musst dir da nicht zu viel denken. Mach eine Pause, recharge deine Energie und greif neu an. Das ist, was ich dir mitgeben kann. Könnte noch Storm Search gehen für ein bisschen sichere Distanz. Einfach W unter meinen Poppes legen sollen da. Einfach W unter den Poppes legen. Ich hätte zu viel gecatcht. Jetzt muss ich einfach anfangen, ein bisschen sauberer zu spielen, defensiver zu spielen. Weil unser Toplane und Jungle sehen sehr schlecht aus, die Runde. Und wir haben Soraka Mitte. Ulta zu viel. Aber das kann ich nicht, wenn unser Jungler nicht bei uns spielt. Nee. Ein Riesenproblem, der Aurelion, der hat jetzt schon 200 Stacks. Ich glaube, ich sollte Void Stuff rushen. Wir lassen den Aether Wisp stehen und rushen Void Stuff. Die bauen alle schon im R. Auch nur, ich brauche Pen. Wir müssen den nächsten Drake bekommen. In 1,39. Ich glaube, was wir hier bauen, ist Void Liandris Lishban. Glaube ich, der Bild. Ich muss oben 8 geben, vielleicht kann ich da dazu porten. Sex hat unsere Senna. 72, ja. Das ist super gut. Aber wird auch zu wenig gefightet für sie, ne? Die kriegt gerade nicht genug Stacks rein. Gehen wir schnell wieder Richtung Mitte. Spielst du selbst Aurelion? Nee. Ich bin Aurelion sehr schwach eigentlich aktuell. Also vom Gefühl her. Aber diese, also Aurelion Mains und manchmal auch Aurelion OTPs, die lassen den Champ irgendwie sehr viel stärker aussehen. Du musst so effizient sein mit deinen Stacks und du musst auch schon im Early halt effizient sein in High Elo. Und ansonsten ist das Game vorbei, bevor du Impact haben kannst, leider. Drake ist ready. Wir können wirklich für Nash Rush gehen jetzt. Boah, stellt euch vor, wir können dieses Game nach Hause bringen. Dann sind wir zum ersten Mal im Plus heute. Stellt euch vor, wir können das nach Hause bringen bei der kleinen Tryhard-Session. Na schön, hatten wir das. Jetzt schauen wir mal, was wir hier bauen können als nächstes. Okay, ich habe Void, ich habe Lishban, ich zerstöre Turrets, ich zerstöre Spieler. Wir müssen jetzt nur noch nicht gewombo-comboed werden. Keine Vi-Ult into Aurelion-Ult tanken, bitte. Das ist das Wichtige hier. Come on. Beide Tanks sind nicht da, sind echt raus. Ich hab bei Ult into Aurelion Ult getankt. Ich muss ehrlich sagen, diese Soraka Mitte sieht bald sehr, 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 sehr stark aus. Ne? Also es sieht wirklich gut aus, was der macht. Der Blitz hat was gegen dich. Ja, der will halt gewinnen. Das ist also legit. Ohne, wenn er das nicht macht, dann ist halt Game Over. Selbst unsere Frontline chased halt auf der Toplane random Gegner. Es ist eine Tragödie für uns gewesen, dass die einfach, also die müssen nur mit uns groupen oder wir bleiben halt zurück, das muss man auch sagen. Aber die verschwenden halt so viel Zeit da oben beim Chase. Ey, für den ist die ganze Zeit schon am Rage pushen, tatsächlich. Der gibt sich nicht mehr besonders viel Mühe. Das ist für den hier oben gehen. Lishban, Out Effect, Empower, go! Good job. Der Aurelion macht mir so Sorgen. Der kann da carryen. Ich kann dagegen nichts machen irgendwann. Und unsere beiden Frontliner spielen leider. Die spielen einfach nicht so gut. Vielleicht mal jetzt noch. Storm Surge, Cosmic Drive. Oder Shadow Flame ist auch eine Option hier. Thank you.
Holy shit, let's go. Wir sind im Plus nach 0-2 Start. Heute machen wir eine kleine Final Tryout Session. Ja. Ich hatte jetzt ein sehr langes Wochenende. Wir haben richtig reingehasselt. So. Und heute machen wir einen kleinen, feinen, ruhigen Tryharder. Nicht so viel Commentary, sondern mehr Schwitzen heute, ne? Mehr Schwitzen. Boah. Spannend, Sehr, sehr spannend. Und dann schauen wir auf die nächste Partie. Und gucken, was passiert hier, ja? Ich kann den Schweiß riechen. Ja, ich war gerade richtig am Ölen. I'm talking way too loud, and if you don't like the sound, you could just tune it out.